4 Jahre und 29 Tage, also November 2012. Die Mischung. Wir sind seit 4 Jahren immer am oberen Rand der Entwicklung. Wir haben eine total sexy Technik, die elegant ist. Und das wird getragen, entwickelt von Leuten, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die alle extrem gut sind in dem, was sie tun und die aber trotzdem auch sehr geerdet sind, sehr menschlich sind. Und da bin ich recht stolz drauf, auf einige mittlerweile meine Freunde nennen zu dürfen, über der ganzen Welt verteilt, und das ist eine tolle Erfahrung. Technik am oberen Rand, immer auf dem neuesten Stand und Silicon Valley Kultur. Das sind auch wieder die gleichen Dinge. Sehen, wie das wächst, Teil der Entwicklung zu sein, etwas zu bewegen, weil wir tatsächlich auch die Welt ein Stück sicherer machen mit der Technik, die wir eben dann raus in die Welt tragen, und das ist sehr, sehr befriedigend. Das ist die Frage, wie man das misst. Die Anzahl der Headhunter-Anfragen hat sich erhöht, insofern, wenn man das von der kommerziellen Seite sehen will. Professionell würde ich sagen, es ist eine unglaubliche Möglichkeit, sehr, sehr viel zu lernen, sehr, sehr viel sich persönlich weiterzuentwickeln in der Art des Arbeiten. Dadurch, dass Palo Alto Networks eben einfach diese Umgebung zur Verfügung stellt, den Rahmen zur Verfügung stellt, um eben auf seine Art zu arbeiten, um erfolgreich zu arbeiten. Und eben auch die Möglichkeit, sich sowohl intern als auch extern weiterzubilden. Persönlich habe ich den CISSP zum Beispiel als Zertifizierung gemacht, was ja nun auch eine sehr globale, sehr breit angelegte Geschichte ist. Das heißt also, wir sind nicht nur auf unser Produkt fixiert, sondern tatsächlich auch daran interessiert, die Mitarbeiter in ihrer Breite entwickeln zu lassen.